Lüger, vielen Dank. Es sind Worte, die kommen aus dem Herzen, das merkt man. Und es ist das, was wir auch wollen. Das heißt, dieser Abzug der US-Armee hier aus Ansbach-Karabach, dass von hier aus eben keine Kriegsübungen oder eventuell sogar mal Krieg wieder passiert. Als nächstes noch eine kurze, ja, was eigentlich Unabhängigkeitserklärung heißt, auch für die Amerikaner, was versteht man eigentlich darunter? Kerstin Mach wird uns einmal die Original-Unabhängigkeitserklärung der USA ja mal kurz vorlesen. Ich bin eine Obereichenbacher Einwohnerin, bin direkt betroffen mit meinen Kindern, leide massiv unter Schlafstörungen durch die US-Kampfhubschrauber und stehe hier heute für 8000 Leute, die unterschrieben haben auf einer Petition gegen den Abzug, für den Abzug der US-Armee. Also wir sind zwar jetzt nicht so viele, aber 8000 haben unterschrieben, das möchte ich nochmal eindringlich sagen, es stehen nicht alle da, aber viele sind dabei und stehen hinter uns. Und ich möchte ich wollte euch die erste deutsche Übersetzung mal von der Unabhängigkeitserklärung vorlesen. Sie ist ein bisschen auch ein interessantes Deutsch, aber man kann es verstehen. Ich versuche es gut vorzulesen, ist auch nicht einfach. Und wurde einen Tag nach ihrer Verabschiedung veröffentlicht in Philadelphia in einer Zeitung dort. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten. Dass, sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, die auf solche Grundsätze gegründet und deren Macht und Gewalt solcher Gestalt gebildet wird, als ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu sein dient. Zwar gebietet Klugheit, dass von langer Zeit her eingeführte Regierungen nicht um leichter und vergänglicher Ursachen willen verändert werden sollen. Und demnach hat die Erfahrung von jeher gezeigt, dass Menschen, solange das Übel noch zu ertragen ist, lieber leiden und dulden wollen, als sich durch Umstoßung solcher Regierungsformen, zu denen sie gewöhnt sind, selbst Recht und Hilfe zu verschaffen. Wenn aber eine lange Reihe von Misshandlungen und gewaltsamen Eingriffen auf einen und eben den Gegenstand unablässig gerichtet, einen Anschlag an den Tag legt, sie unter unumgeschränkter Herrschaft zu bringen, so ist es ihr Recht, ja, ihre Pflicht, solche Regierung abzuwerfen und sich für ihre künftige Sicherheit neue Gewehren zu verschaffen. Also es wurde damals schon gesagt, das wird heute hier gefeiert. Und ich bin der Meinung, dass es Unrecht ist, dass wir in Ansbach und Obereichenbach und auch ganz Ansbach nachts mit Lärm durch die US-Armee beschallt und gequält werden. Auch wir haben ein Recht auf Nachtruhe. Am dringlichsten fordern wir erst einmal, dass mindestens 22 Uhr Ende dieser Hubschrauberfliege ist. Ja, und wir haben ein Recht auf Unabhängigkeit von Lärm und auch vor diesen Kriegsvorbereitungen, wie es eben gerade schon gesagt wurde. Also mir geht es nicht nur um Lärm, mir geht es auch um alles andere. Deswegen bin ich auch hier aktiv.